Im April 1993 wurde der Albtraum eines jeden Profisportlers Wirklichkeit. Bei einem Spiel in Hamburg kam ein geisteskranker Tennisfan durch die Sicherheitssperre und stach Monika Seles während eines Seitenwechsels in den Rücken. Als Steffi erfuhr, dass der Name des verrückten Attentäters Günther Parche war, ahnte sie Unheilvolles. In der Minute, in der sie von dem Attentat hörte, sagte sie zu den Umstehenden: Ich hoffe, es war keiner von meinen verrückten Fans. Ihr erster Gedanke war, wie entsetzlich das Geschehene für Monika sein musste und wer ihr nur so etwas antun konnte. Sie wusste, dass es Menschen unter ihrer Anhängerschaft gab, die dachten, sie würden mit so etwas Schrecklichem in Steffis Interesse handeln. Und genau so war es auch. Günther Parche sagte aus, dass er nur ein Motiv hatte. Er wollte Monika ausschalten, damit Steffi wieder als Nummer 1 die Weltrangliste anführte. Steffi, die normalerweise keine Emotionen in der Öffentlichkeit zuließ, zeigte sich geschockt. Es hat Steffi schwer belastet. Sie besuchte Monika am nächsten Tag im Krankenhaus. Beide haben geweint. Ich glaube, dass sie sich noch heute schuldig fühlt, weil es einer ihrer Fans war. Es war ein schreckliches Ereignis. Steffi nahm nur einmal öffentlich zu dem Attentat Stellung. Dieses Erlebnis und die Krise, die sie durchmachte, bewirkten, dass sie sich emotional noch mehr verschloss. Man legte ihr Schweigen als Gleichgültigkeit aus. Ich glaube, dass Steffi psychologisch gut geschult wurde, sodass wegen des Messerattentats auf Seles keine Schuldgefühle oder sonstige negative Emotionen zurückblieben. Wie Günther Parche gehofft hatte, wurde Steffi kurz darauf wieder die Nummer 1 in der Weltrangliste des Damentennis. Monika erholte sich zwar körperlich vollständig von der Attacke, aber ihre Psyche hatte großen Schaden erlitten. Sie konnte 2 Jahre lang an keinem Turnier mehr teilnehmen. Steffi sammelte die Grand-Slam-Trophäen ein, ohne dass Seles sie erstreitig machen konnte. Die Einstellung der Kolleginnen zu Steffis Erfolgen war zwiespältig. Ich glaube, die 6 Grand-Slam-Turniere, die sie nach dem Seles-Attentat gewann, werfen einen Schatten auf ihren Rekord. Manchmal fragen mich Leute, wer die Beste war, Navratilova oder Graf. Dann sollte man daran denken, wie viele Turniere Martina gewonnen hat, ohne dass die Hauptgegnerin, die eigentliche Nummer 1, jahrelang ausgefallen ist. Deshalb mache ich ein paar Fragezeichen hinter einige von Steffis Siegen. Einige waren dafür, dass man Monika Seles als Nummer 1 weiterlisten sollte. Aber zu wenig Spieler sprachen sich dafür aus, einschließlich Steffi. Dafür wurde sie schwer kritisiert. Es war ein Fehler von ihr, dass sie nicht Monikas Interesse vertreten hat. Steffi hat sich davon distanziert. Anders kann man das nicht sehen. Wenn sie damals für Monika Seles in die Bresche gesprungen wäre, hätte man sie mehr gemocht. Das hätte ihre Beliebtheit mit Sicherheit nach oben stellen lassen. Mitte der 90er Jahre kam der nächste Schlag für Steffi. Die negativen Eskapaden ihres Vaters waren nicht mehr nur peinlich, sondern hatten inzwischen eine Dimension erreicht, die ihr Ansehen und ihre Freiheit bedrohte. Die deutsche Finanzbehörde war dahinter gekommen, dass Peter Graf eine hohe Summe von Antrittsgeldern nicht versteuert hatte. Man erhob Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen ihn. Auch Steffi wurde beschuldigt. Damit wurde ihre Loyalität auf die bisher härteste Probe gestellt. Sie muss emotional durch die Hölle gegangen sein, als ihr Vater wegen Steuerhinterziehung angeklagt und seine diversen Seitensprünge bekannt wurden. Das muss sie alles sehr schwer getroffen haben. Trotzdem hat sie ihm weder ihre Liebe noch ihre Loyalität entzogen. Das hat viele Leute überrascht. Die meisten dachten, dass sie sich von ihrem Vater distanzieren würde. Ich glaube, Steffi wusste, dass sie jetzt nicht die Nerven verlieren durfte. Sie wollte ihre Familie nicht zerstören, indem sie gegen ihren Vater Stellung bezog. Ich finde, sie hat damals große Nachsichtigkeit gezeigt. Sie hätte sich Luft machen können, indem sie ihrer Wut auf eine Menge von Leuten, einschließlich ihres Vaters, freien Lauf gelassen hätte. Das meiste hätte die Presse abbekommen. Aber sie hat es sogar da geschafft, darüber zu stehen und nichts an sich ranzulassen. Ich habe nichts davon gewusst. Mehr will ich dazu nicht sagen. Man könnte sie sperren. Haben Sie davor Angst? Nein. Wirklich nicht? Die Regeln sagen klar, dass Antrittsgelder... Besprechen Sie das mit den Funktionären, nicht mit mir.
aber auch ihr körperlicher Zustand verschlechterte sich zunehmend. 1994 hatte sie so starke Rückenschmerzen, dass sie die US Open kaum durchhielt. Das Endspiel gegen Sanchez Vicario verlor sie dann auch. Im Jahr darauf wurde sie am Handgelenk und am Fuß operiert. Trotzdem spielte sie unermüdlich weiter. Sie beklagte sich nicht. Im Endspiel der US Open 94 war sie Sanchez Vicario mit einem klaren 6:1 im ersten Satz überlegen. Man dachte, sie würde locker gewinnen, aber dem war nicht so. Während des Spiels musste sie sich immer wieder behandeln lassen. Das häufte sich in späteren Spielen, aber sie verwendete das nie als Entschuldigung. Sie hatte einen so starken Willen, dass ich oft dachte, sie würde ihre Probleme ignorieren. Trotz der Schmerzen spielte sie konstant gut. Sie hatte für sich einen Weg gefunden, mit den Schmerzen umzugehen und sie nie als Entschuldigung benutzt. Im Sommer 1995 waren der psychische und der physische Stress so groß geworden, dass sie in eine Krise stürzte. Sie schied bereits in der ersten Runde aus den Canadian Open aus. Kurz vor den US Open erfuhr sie, dass ihr Vater schuldig gesprochen worden war und sie Millionen an Steuern nachzuzahlen hatte. Als sie in New York ankam, wurde sie von der Presse regelrecht belagert. Steffi hatte die Lust am Tennis verloren. Außerhalb des Platzes läuft es nicht besser. Ich hatte Probleme, Spaß am Spiel zu finden. Inzwischen startete Monica Seles ein Comeback. Sie hatte 2,5 Jahre gebraucht, um das Attentat zu verarbeiten. Seles gewann die Canadian Open und stieß dann ohne Schwierigkeiten in das Finale der US Open vor. Dort traf sie auf Steffi Graf, die ihren Titel verteidigen wollte. Es wurde eines der aufregendsten Spiele in der Tennisgeschichte. Steffi gewann den ersten Satz knapp im Tiebreak. Doch im zweiten Satz wurde sie mit 6:0 vernichtend geschlagen. Es war Steffis härteste Bewährungsprobe.